Okay, das kann ein bisschen dauern. Das ist ja richtig lächerlich. Oh, lass mich hier durch deine Achsen laufen. Komm, hau zu. Oh nein, was ist das für ein Soundbug? Oh, was ist das für ein Soundbug? Hör auf, Sound. Dieser Soundbug ist leider ein Teil von einem dieser Patches. Und zwar, wenn Wasser irgendwo fließt und ich bin in so einer Höhle, kann es passieren, dass dieser Bug auftritt. Aber der ist relativ selten. Aber ich will jetzt hier auch den Troll jetzt nicht nach draußen jagen. Okay, das war ziemlich dumm. Da habe ich zu oft geschlagen. Oh shit, ich hätte im Kampf öfters mal speichern sollen. Okay. Das war jetzt ziemlich dumm. Habe ich eine bessere Waffe, die ich führen kann? Nee. Okay, ich werde probieren, im Kampf zu speichern. Oh, er dreht sich. Das gefällt mir nicht. Gucken wir mal. Ja, Fell kann ich entnehmen. Ich bin bei Bossbar angestellt. Langsamer kannst du dich aber schon drehen, so. Da gibt es hier eine Popo-Massage für dich. Wieder aufbäumen. Danke. Oh, jetzt macht der eine Hör auf, dich so komisch zu bewegen, Alter. Okay, Moment. Ach, Kacke. Aber ich... Weißt du was? Wir kommen nochmal hier zurück. Aber ein bisschen später. Wenn ich ein bisschen schneller machen kann. So 10 Punkte in Stärke oder so, ja?
später. Das stimmt. Mit dieser Taktik ja. Aber ein bisschen mehr Schaden will ich schon anrichten. Und es war jetzt gerade ziemlich blöd, dass er sich so blöd gegen die Wand bewegt hat. So, jetzt gehen wir auf jeden Fall mal. Wir kommen zurück, ja. Den werde ich heute werde ich noch machen, aber dann etwas später. Ups, nee. Hier den ausrüsten. Ich will hier immer mal ein bisschen scouten, was hier eventuell vor mir lauert. Hier ist eine Höhle? Oder in die, wo ich jetzt lang gehe? In der Höhle hier wahrscheinlich, oder? Nichts zu holen. Aber da sind Skelette drin. Ich glaube nicht, dass ich Skelette schaffe. Jagen die mich noch? Nö. Scavenger. Goblin Skelett. Ja, geh weg. Die Scavenger mache ich noch. Oh, wenn ich den jetzt getroffen habe. Oh, Drachenritter. Schön. Ich werde mich jetzt dann nochmal ein bisschen um den Tempel dann gleich herum arbeiten. Also die Wassermagier-Tempel. Zu den Wassermagiern selber möchte ich noch nicht gehen. Ups. Da will ich... Jawohl, schön eingebackt. Nee, hier, der bleibt... Der bleibt erstmal draußen. Mein Bogen. Der soll für mich scouten. Du kannst mich eigentlich... Also... Nicht viel spoilern, ja. Also ich habe das Spiel eigentlich schon ziemlich viel gespielt. Ich habe nur viel vergessen. Aber sowas wie Waffen kannst du mir gerne immer verraten. Oder was da auf mich wartet. Ich meine, ich werde sowieso... Sachen, wo ich nicht weiterkomme, nicht machen. Ah. Guten Tag. Hallo Goblin-Skelettis. Ihr bleibt mal da. Feuerwurzel, Feuerwurzel. Ah, bist halt doch ein bisschen zu nah dran, wie ich finde. Okay, gehen wir mal hier weiter nach unten. Wir kommen hier zurück, sobald ich ein bisschen stärker bin, zumindest. So, Kamera mal ein bisschen anders drehen, komme ich. Zack, da hinten war der Weg. Wo ich mich runterdruppen lassen könnte. So.
Genau, da geht's wieder nach Korinis und zu Akil. Da muss ich nur aufpassen, da unten waren Varge und Orks. Ich weiß mich gerade jetzt nicht, wo ich da genau rauskomme. Easy. Da waren, glaube ich, sogar Elite-Org. Varag-Wolf. Ist schon nicht gut, wenn ich sie jetzt schon höre. Aber da hinten ist dann der Steinkreis. Okay. Okay, wie komme ich da am blödesten hin? Also ich glaube, ich habe so das Gefühl, ich werde den Varg nicht schaffen. Alter, dieser Fleck regt mich hier auf. Den Varg werde ich nicht schaffen. Das habe ich so arg. Oh, fuck. Ich habe ihn schon getriggert. Das ist schlecht. Okay, wie backe ich mich da jetzt weg? Wann habe ich zuletzt gespeichert? Gut, bei der Treppe. Aber das hilft mir nichts. Dann komme ich da nicht vorbei unten. Dann gehe ich zu dem Steinkreis irgendwie anders, weil ich kann... Ich könnte mit einem Snapperkraut dran vorbeilaufen, das Ding aufheben und dann weiter weg, aber... Snapperkraut hält, glaube ich, nur 15 Sekunden. Deswegen werden wir jetzt einfach mal zu den Tempelanlagen gehen, da nochmal drumherum clearen. So viel, wie wir schaffen. Clearen. Ja, das ist wahrscheinlich nicht so viel. Denn wenn mich eine Erinnerung jetzt nicht trübt, waren da Varane. Aber Varane oder Schrägstrich was Ähnliches. Ich weiß es nämlich gerade nicht mehr. Boah, was waren da drumherum? Und dann gehen wir auf jeden Fall mal kurz nach Korinis dann zurück. Und... werden dort probieren zu leveln. So, für welches Lager soll ich mich denn anschließen? Miliz wäre jetzt schon eine Option, da könnte man uns schon anschließen. Für die Söldner müsste ich ein bisschen trainieren, dass ich da eine Schnitte habe. Gut, Feuermagier... geht sehr nämlich in die Lernpunkte rein. Guck mal, wo gehe ich denn eigentlich schon wieder hin? Ich muss doch hier lang. Ups. Hier ist das Irrwisch. Oh, geh mir bitte nicht auf die Nerven, Irrwisch. Ihr Licht. So. Feuermagier wäre eine Option. Aber ich entscheide das nicht. Ich sollte vielleicht mal so ein Dings machen. Ein... Petition. Nee, keine Petition, eine Umfrage. Das war ein Feuerwarane. Okay. Ich wusste doch, da irgendwas war da, was mir nicht gefällt. Ja. Für Söldner bin ich auch. Also persönlich, ich finde, ups, Paladin ist immer so der langweilige Standardweg, meiner Meinung nach. Feuermagier finde ich aktuell passt nicht, wenn ich auf Geschicklichkeit skillen will, da ist doch... Sind das Goblin? Das sind schwarze Goblins, okay. Ziehen wir ganz kurz den Boden weg, lass mich mal kurz heilen.
Weil da muss ich jetzt schon gut treffen, dass ich die besiege. Okay. Okay, getroffen. Getroffen, 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 okay. Der hat einen Goldring. Ein Fisch. So, dich habe ich schon von oben gesehen. Stell dich auf die Pyramide, dann treffen die dich nicht, egal wer. Gold, Gold. Die Frage ist, ob ich die Gegner dann treffe. Das ist so die andere Frage. Wir nehmen hier alles Gold mit, ja. Also, das liegt hier schon so rum, ja. Nein, ich meine vom Bogen. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Meinst du hier hoch? Also ganz auf die Pyramide hier? Oder reicht das schon, wenn ich hier stehe? Ich weiß nicht, wie ich da... Da komme ich, glaube ich, so nicht hoch, oder? Ach so. Also kann ich sehr einfach... Hier fighten. Quasi. Checken wir das aus. Hallo, du. Vergiss es. Hier. Ich war gerade ziemlich dumm. Oh, komm. 30% Hitchance habe ich nur. Ich habe noch 35 Pfeile. Das sollte reichen. Hoffe ich. Ansonsten habe ich noch einen Zauber. Andere. Ah. Oh.
Okay, diese Taktik ist natürlich auch ziemlich gut. So, was haben wir denn da? Was ist denn jetzt? Okay, was haben wir noch? Will ich meinen Eisblock dafür hernehmen? Muss ich eigentlich? Weil ich glaube, der wird mich ziemlich hart weg killen. Wenn ich da jetzt runter droppe und probiere, den Rest mit Degen zu machen. Sollen wir es mal probieren, ob ich den Rest mit dem Degen schaffe? Werde ich nicht schaffen, aber komm. Wow. Nichts zu plündern. Okay. Easy. Kein Problem. Wir brauchen neue Pfeile. Das heißt, wir gehen shoppen. Gott sei Dank bin ich da nicht ums Eck gegangen. Ich wusste, dass da irgendwas Böses war. Ich wusste nur nicht mehr was. So. Heilpflanze, Feuernessel. Ich brauche mal ein paar mehr Feldknöteriche. So. Kannst du mir ganz kurz verraten? Ich weiß, wenn ich bei der Belia-Statue bete, pro Kapitel bekomme ich einen Zauber für einen. Oh, guck mal. Für den Kreis, für einen Magiekreis. Und ich opfer dafür Leben. Ja? Also permanent Leben. Ich glaube immer pro Zauber minus 5 oder irgendwie so. Ich weiß es gerade nicht mehr. Was gab es denn bei dem Innos-Schrein? Gab es da auch irgendwas? Ich weiß es nämlich nicht mehr. Also ich. Und ich bin schon die ganze Zeit am Überlegen, aber ich vergesse es halt auch jedes Mal wieder nachzusehen im Internet, bevor ich den Stream starte, und ich kann halt auch nicht raustappen oder sowas. Okay. Kann ich damit über 200 kommen oder kann ich das auch machen, um quasi jetzt schon zu skillen? Weil das ist wichtig, ich, so Boni, mit denen ich quasi über das Maximale leveln kann. Also sprich die ganzen Tränke, die was ich mir dann auch einschmeißen kann, wenn ich schon irgendwas auf 200 hätte potenziell, hebe ich mir immer für den Schluss dann auf, dass ich mich da dann eigentlich vollpumpe damit. Ah, fuck, ich lass mal liegen. Okay. Das wäre vielleicht nämlich eine Möglichkeit, wie ich noch ein bisschen an Stärke oder sowas komme. Aber plus 1 ist nicht so viel.
So, wie skill ich denn am besten? Also Schlösser knacken auf jeden Fall, das lernen wir jetzt mal. Aber dann sind gleich wieder 10 Punkte weg. Das stimmt, eigentlich sollte ich mal... Komm, da hinten war gerade ein Schrein, eigentlich sollte ich mal beten. Komm, probieren wir es mal. Wie viel musste ich denn dafür hergeben? Und jetzt können wir eigentlich regelmäßig immer mal wieder machen. 100 Gold. Kann ich das am selben Schrein machen oder muss ich dann immer zu einem anderen Schrein? Aber irgendwie sowas habe ich gerade im Kopf, dass es nicht immer beim selben ging.